In diesem Sinne, herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem Let's Go von Super Mario Maker für den Nintendo 3DS. Denn ihr wisst es ja, ab April ist es soweit, alles wird dicht gemacht. Zumindest so sind es, alles wird dicht gemacht. Und so, eben, leider Gottes, auch die Online, Angebote für 3DS und Wii U. Deswegen wollte ich mich noch nicht nehmen, noch einmal in dieses wunderbare Game hier, nämlich Super Mario Maker für Nintendo 3DS, reinzuhauen. So, wir hatten uns das Game ja zu der Zeit damals auch in Let's Played und haben festgestellt, dass man zwei verschiedene Sachen so ziemlich da machen kann. Nämlich einmal spielen und einmal bauen. Das ist jetzt eine Sache, die kann man im unteren Bildschirm sehen. Dann habe ich es hier jetzt mal ausgeblendet. Aber ihr wisst es ja im Prinzip auch schon bestimmt, wenn ihr das Game schon mal gespielt habt. Das ist ja auch der Sinn von Mario Maker, dass man eben zum einen Sachen bauen kann, zum anderen Sachen spielen kann. Wir wollen uns aber für Spielen interessieren und wollen das Ganze mit Level aus aller Welt, das heißt online. Da wird es draufgeklickt und da schauen wir uns einfach jetzt mal an, was es da für schöne Level gibt. Und zwar, wir gehen einfach mal auf Vorschläge und ich glaube, dann werden nämlich Level geladen, die eben von online kommen. I would say, zumindest denke ich, dass das dem so ist. Zumindest überhaupt ist das. Wir können das aber auch sehen. Ich tue nämlich jetzt einfach mal umschalten auf einen anderen Screen. Das ist jetzt nicht wirklich angepasst jetzt für Mario Maker, aber das ist ja Wurst und die Status 0 Error Meldung. Weg. Also, sorry dafür, Leute. Also, hier, ihr könnt es schon sehen, gibt es reihum ein paar wunderbare zum Auswählen und ich glaube, die sind nämlich online. Wenn mich nicht alles täuscht. Kann man noch ein bisschen filtern, zum Beispiel, dass wir mal Leist machen. Wir wollen mal mit was Leisten anfangen und was gemäßigt Leisten. Ne? Würde ich zumindest mal so einfach mal in den Raum werfen, dass das erstmal ein ganz guter Start ist. Ja, und was nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir nehmen die, komm, machen wir mal mit was Gemütliches. Mit einem Automatik-Level, weil die war ja so eine schöne Spezialisation von 3DS, dass man einfach nichts machen musste und alles um einen herum passiert. Ja. Schauen wir es einfach mal an, was passiert, würde ich sagen, ne? So, ich mache wirklich gar nichts hier. Und schau einfach nur zu. Bin gespannt. Was mit mir passiert. Also wie gesagt, die Level sind online, deswegen zeige ich es nochmal, weil es sind halt Sachen, die gehen einfach nicht mehr ab. Dann, wenn halt online abgeschaltet wird, ne? Und von Automatik-Leveln gab es viele und da steckt da wirklich, wie ich finde, auch eine Kunst hinter. Das alles so zu takten, dass man selbst halt nicht dabei stirbt, bei was auch immer da passiert. Das gab es natürlich im zweiten Teil auch noch umso mehr, da ja auch sehr wild waren, hatten wir damals auch ausführlichst das Bild gehabt zu Release-Zeiten. Das war sehr witzig, haben wir damals mit dem Zen gemacht, Mario Maker 2. Es erinnert sich da der ein oder andere ja noch dran. Schön. Das ist ein schönes Level, wie ich finde. Da haben wir es auch schon geschafft. Wir sind ins Ziel gekommen. Schön. Das war doch mal ein schönes Level. Aber natürlich werden wir auch noch ein paar haben, wo man selbst auch ein bisschen was spielen müsste. Deswegen beenden wir das mal an dieser Stelle und schauen uns noch mal ein, zwei weitere an. Wir sind immer noch bei Leicht. Diesmal will ich kein Automatik-Level tatsächlich. Little Mario Village. Das klingt doch mal cool. Ja. Wir werfen einfach mal einen Blick drauf rein, was uns in dem Level erwartet. Und ich würde sagen, let's go. Ich bin sehr gespannt. Ei. So, da kommt erstmal an die Tür. Aber in die Tür gehe ich jetzt einfach mal nicht rein. Okay, da ist ein bisschen Feuer, da muss man aufpassen.
Okay, hier geht's mal nicht weiter. Und hier oben war noch eine Tür. Gehen wir mal da rein, schauen wir mal, wo wir da rauskommen. Aha. Jawohl, der Stern ist doch immer gut. Und ich habe jetzt einfach die Wolke getötet, in die ich einfach rein wollte. Ja. Das war ein bisschen dumm. Aber wurscht, geht auch ohne. Also seht ihr, Skills in diesem Game sind durchaus bei mir naturgemäß sind sehr vorhanden. Okay, da ist noch eine Tür, die habe ich gerade nicht gesehen. Ah, jetzt kommen wir hier oben raus. Jetzt haben wir Yassi. Ein bisschen hier rumhampeln. Dann, glaube ich, müssen wir hier nach oben, oder? Nö. Dann hätten wir einfach in die Tür reingemüsst und haben sie jetzt einfach fett reingeschissen. Da ist aber auch nichts. Hä? Okay, sehr schön. Also geht's halt nochmal hier nach oben rein. Jetzt haben wir irgendwie Yoshi verloren. Dann machst du halt alles nochmal. Einfach einen Riesenhaufen Items, wenn ich mir eindrücke, dass man die einfach nicht braucht. Ging es auch nicht weiter. Also wieder ein sehr schönes Level hier. Ich weiß nicht, wieso ich es aufgehört habe, irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt Mario Maker zu spielen. Ich hatte Gründe. Ja, was sehe ich jetzt hier irgendwas oder was? Wie kommt man auch wieder nur hier unten raus? Hier geht's doch auch nirgends vor. Ja. Hä? Ich mach es falsch. Vielleicht braucht man Yoshi für irgendwas. Ah, vielleicht müssen wir den ganzen Po-Abdinger einfach beseitigen. Nein. Okay, komm, ich gib's auf. Digga, das Level, da stand dabei leist. Also auch sowas kann es natürlich geben. Level, die einfach ein bisschen, ja, sagen wir mal, kurios sind, wo man es halt erst ein bisschen einfuchsen muss. Ja, ne, ihr wisst es, also was gibt's auch. Gut. Das ist mein deutsches Mal, Prosio. Yoshi Hügel, das klingt doch mal nach einem Spaß. Das probieren wir mal aus. Das ist doch eine nette Runde noch hier mal. Ja, schauen wir mal, wie das ist. Maggie, ich hoffe, du enttäuschst mich nicht mit deinem Level, so was du vor 10 Jahren gefühlt gebaut hast. Finden wir es heraus. So. Ei. Ja, das war ein schnelles Ende, ne? Scheiße. Also, jetzt versuchen wir mal zwei. Problem ist, der Screen hier auf dem 3DS ist halt auch so klein, dass sie ist einfach gar nichts. Ich habe natürlich einen größeren Screen, aber das meine Capture-Karte wird trotzdem. Ich will eigentlich so ein Realbedingungen machen. Das fällt mir wirklich gerade zum ersten Mal auf. Wie klein und schlimm es war, auf so einem kleinen Bildschirm hier zu spielen. Alle mal. Jawohl. Yassi. Was ist denn witzig, weil das ist der Super Mario Bros. U und das sah auf der Wii U viel schöner aus wie hier in dieser 3DS-Version. Weil die Wii auch eine viel bessere Auflösung hatte wie der 3DS. Geh mal weg, Yoshi. Brauchen wir jetzt einen besonderen Thump, den ich nicht mehr weiß, wie der auf dem 3DS geht. Ja. Ah, so, offen das Liz. Gut, dann nehmen wir das hier aus jeden Fall mit.
wenn das geht, dass man ihn mit in die Röhre packt. Probier jetzt einfach mal aus. Jawohl, das geht. Sehr gut. Wusste ich gerade nämlich nicht mehr. Oh, oh, jetzt sind wir hier unter Wasser. Ah, lol. Also, ich plane übrigens sehr bald die Super Mario Bros. Für den 3DS. Super Mario Bros. 2 ist das, glaube ich. Mal Let's Play zusammen mit einem Kumpel. Das wird sehr... Ah, nein, Yoshi. Noch da. Kannst einfach mal stehen bleiben, Yoshi, wie wär's damit? Gut. Dann haben wir das auch geklärt. Hat halt panisch Angst und rennt weg, sobald irgendein Gegner kommt, ne? Das wissen wir schon. So. Oh, da haben wir gleich noch einen zweiten Yoshi, aber einer reicht uns erstmal. So, hier geht's auch nochmal nach unten. Schauen wir mal, wo es jetzt hingeht. Ui. Underground, komm hoch, danke. Ah, die 3DS-Steuerung ist so gewöhnungsbedürftig. Handheld, vor allem wenn man da am Ende nicht mehr auf dem Handheld zockt, sondern auf dem größeren Bildschirm. Boah. Komm, ich wollte es einfach die Pflanze treffen. Gefix, aber hier gab es irgendwo einen Checkpoint, glaube ich, zum Glück. Und den aus dem weitermachen können. Eigentlich will ich uns nach. Haben wir ihn ja gleich wieder, unseren guten Yoshi. So. Schön. Und einfach wieder verloren. Diesmal ist er wirklich in weiten der Abgründe. Ja, kann man jetzt nichts machen. It happens. Aber da gibt es auch gleich wieder den nächsten. Ich glaube, wir sollten auf dieser Plattform landen, weil ich gerade nämlich nicht gesehen habe, wie das Territorium hier unten weitergeht. Und das nicht gerade unbedingt. Aber ja, das Level ist schon harmlos. So. Die sind sehr weit da oben gekommen. Schön. Also, ihr seht das jedenfalls. Hier kann man halt einen Riesenhaufen Level aller Super Mario Maker spielen, die ja damals mit der Wii U und 3DS-Version gemacht worden ist. Oder ich glaube sogar nur 3DS-Version, weil die beiden nicht untereinander kompatibel sind. Ja, das war doch nochmal eine ja, nette kleine Fehlrunde. Bisschen zurück in Super Mario Maker eben hier auf meinem 3DS gezockt. Wenn ihr noch mehr 3DS-Projekte sehen wollt, so Let's Go, so Sachen, die man online machen kann, lasst gerne ein Like da oder auch View natürlich, ne? Und ja, ansonsten sage ich jetzt, danke fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ich glaube, ich habe sogar noch eine Endcard, die zu Super Mario Maker passt. Wenn mich nicht alles täuscht. Wenn ich sie noch finde, wird mit dieser Endcard beendet. Ansonsten mit einer normalen. Aber sag's mal, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!